Servus Leute, mein Name ist Felix und im Hintergrund seht ihr es schon, eine neue Ära hat begonnen und diese Ära heißt FIFA 16 und ja, in der Demo ist ja dieses Jahr auch coolerweise Food Draft dabei, dass wir jetzt eine Runde anzocken können, während ich gerade hier merke, dass ich ein bisschen zu laut rede. So, wir gehen ins Ultimate Team Modus und werden dann eine Runde Food Draft spielen, wenn ihr es noch nicht wisst. Aber ich denke mal, ihr als erfahrene FIFA Community wisst schon, was Food Draft ist. Und zwar, wir suchen uns jetzt erstmal, das ist eigentlich so wie bei First Guy, und als erstes suchen wir uns die Formation aus. Und da hätten wir zum einen die 5-2-2-1 Formation, aber Fünferkette, naja, die 4-3-2-1, die sieht nicht schlecht aus, die habe ich letztes Jahr gerne gespielt. 4-4-2 hätten wir dann noch, 3-5-2 und 4-2-3-1 breit. Ich würde sogar sagen, wir nehmen die untere Formation. Ja, diese Formation werden wir nehmen und jetzt suchen wir uns unseren Kapitän aus. Und da sehen wir Hummels, haben wir Götze, Benzema, Cavani und Piqué. Aber ich würde fast sagen, ich würde mal Benzema gerne testen und deswegen stellen wir den in Sturm. Jetzt kommt noch das Tutorial, wie wir Chemie erzeugen, aber das ist mir natürlich klar, weil ich die letzten Jahre auch schon FIFA mehr oder weniger spielen musste. Aber wir werden mal sehen, naja, spielen musste natürlich nicht, ich habe es gerne gemacht, aber manchmal war es dann schon ziemlich belastend, dieses Spiel zu spielen. Aber wir gehen jetzt erstmal rein und schauen, dass wir Benzema auf ein bisschen Chemie kriegen und dafür suchen wir erstmal einen rechten Mittelfeldspieler. So, da haben wir jetzt dann Navas, Hermann, Alvarez, Arda Turan und Cartabia. Ich würde fast sogar sagen, wir nehmen Navas, weil er auch Spanier ist und Turan und Cartabia mir jetzt nicht ganz so zusagen. Würde ich mal Navas nehmen. Wir gehen linke Mittelfeld und schauen, was da kommt. Cavalero, Schürrle, Johnson, Cheryshev und Perisic. Da würde ich sagen, wir gehen auf Chemie und holen den Cheryshev ran. Und schauen wir mal, wie sich der dann so macht im Zusammenspiel mit Benzema. ZOM, wir schauen mal, was es da gibt. Shaqiri dieses Jahr auch ZOM. Und ja, Firmino, Coutinho haben wir da. Ich würde sagen, wir nehmen sogar einen von den beiden. Und ich würde fast sagen, wir nehmen mal Coutinho. Hat ein gutes Dribbling und kann auch besser passen als Firmino. Digga, schauen wir mal danach. Und ich würde sagen, Marcelo passt da eigentlich am besten rein. Sehen wir hier. Und Marcelo kommt in die Mannschaft. Rechter Verteidiger dann noch. Wäre natürlich jetzt gut, wenn es einer von City ist. Und genau das kommt. Zabaleta. Und den nehmen wir, um Navas noch auf Chemie zu bringen. So, jetzt schauen wir mal das erste ZM an. Wir sehen natürlich oben, Benzema ist noch nicht auf ganzer auf voller Chemie. Aber wir müssen mal schauen, vielleicht kriegen wir das noch hin. So, wir haben Ramirez, das wäre auf jeden Fall insofern gut, weil er Brasilianer ist und somit auch mit Marcelo linken würde. Und das sieht eigentlich richtig gut aus. Ramirez kommt in die Mannschaft. So, auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch noch einen zentral defensiven Mittelfeldspieler. Und Matic, glaube ich, passt relativ gut rein. Wir nehmen Matic. So, die Innenverteidiger brauchen wir natürlich auch noch. Sehen jetzt hier Manolas, der sieht eigentlich richtig stark aus, aber passt ja nicht in die Mannschaft. Bräuchten da eher was in Richtung BPL und Sarko haben wir dann auch schon und sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Sarko kommt ebenfalls in die Mannschaft, weil De Michelis jetzt mit den 33 Pace, auch wenn Pace wirklich nicht mehr so krass ist wie letztes Jahr. Und auch hier gehen wir auf Lovren. Und ja, wir schauen mal, wen wir als Keeper noch kriegen. Für die Startelf und dann natürlich auch noch die Ersatzbank. So, Caballero ist jetzt hier der Einzige aus der Premier League, deswegen hauen wir ihn rein. Und wir sehen es eigentlich, wir haben 100 Chemie, nur Benzema ist nicht auf voller Chemie. Und Coutinho auch nicht, sehe ich auch gerade. Aber wir schauen mal, vielleicht können wir hier noch was machen. Wir sehen auf jeden Fall, wir haben Hart und Mignolet bekommen. Ja gut, Mignolet würde mit den Innenverteidigern besser linken, aber ich glaube, Hart ist dann schon der bessere Keeper, deswegen kommt Hart rein und dann auch gleich in die Startelf. Dann geht es weiter. Oh, Alaba ist natürlich, Alaba ist richtig krass, aber
der passt ja nicht wirklich zu uns rein. Wir müssten eher schauen, dass wir vorne noch was kriegen, aber wir können ihn einfach mal mitnehmen, weil Außenverteidiger, die anderen, würden uns auch nicht weiterhelfen. Und deswegen nehmen wir Alaba. Weiter geht es. So, Mustafi hatten wir hier als einzigen Deutschen dabei. Miranda oder Felipe Luis. Miranda ist jetzt Brasilianer und würde noch so wahrscheinlich ein bisschen am besten reinpassen. Deswegen kommt der auf die Bank. Weiter geht es. Der nächste Spieler. Diesmal sind es Mittelfeldspieler. Blazikowski, Gabi, Xhaka, Song und Rode. Naja, von dem passt eigentlich nicht wirklich einer bei uns rein, aber wir nehmen mal Song, weil er noch, ja, oder Gabi. Fast sagen, wir nehmen mal Gabi. Den kann man durchs Spanische vielleicht noch besser linken. So, Vidal, rechter Mittelfeldspieler, habe ich ja noch nie gesehen. Ferreira Carrasco. Oder Vidal. Ich würde fast sagen, wir nehmen Ferreira Carrasco. Habe ich auch noch nie gespielt in FIFA, in der Demo und auch in FIFA 15 habe ich ihn nicht gespielt. Sharawi oder Lacazette? Wer von denen würde denn gut reinpassen? Ich denke, wir nehmen mal Lacazette. Das ist Franzose, Benzema ist Franzose. Vielleicht kann man da eventuell noch ein bisschen was machen. Oh, Kun Agüero und Balotelli. Ich denke, Agüero passt da fast am besten mit in die Mannschaft rein, ne? Deswegen Agüero, der würde sogar so gut reinpassen und auch voller Chemie sein, ne? Jetzt bräuchten wir halt am besten natürlich noch einen linken Mittelfeldspieler von der Premier League. Auch dann, dann wäre es zwar nur einfaches Premier League Team, aber immerhin hätten wir volle Chemie. Und ja, gut. Das, also nehmen wir Spieler mit am meisten Pace. nächste. Ivanovic hätten wir als Rechtsverteidiger. Oder Ilaramendi. Ja, keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal Ivanovic. Dann, was kriegen wir hier noch? Fekir, Torres, Alakar, Cherchi. Sagen wir nehmen mal Fekir, weil der einen Strong Link mit Lacazette hat. Mal schauen, ob uns das noch was helfen kann. Benatia, Fernandinho, Higuain, Albiol und Mascherano. Fernandinho wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Den nehmen wir und der letzte Spieler in diesem Team wird Van der Wiel, Henderson, Lallana, Bellarabi oder Aubameyang und würde sagen, ja, wobei Henderson ist eigentlich nicht schlecht, ne? Und der würde auch Coutinho noch einen Link geben. Deswegen würde ich fast Henderson nehmen. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall Agüero. Aber ich würde fast sagen, da wir sonst links nichts mehr haben, fangen wir mit Benzema an. Auch wenn er jetzt nicht auf voller Chemie ist. Aber wir können ja Agüero dann einwechseln und dann werden wir schon sehen, wie das Ganze wird. Hier könnten wir Henderson noch einhauen. Dann ist Coutinho noch auf voller Chemie. Und jetzt fehlt es eben nur. Nur Benzema. Nur Benzema fehlt es an der Chemie. So, der Rest passt eigentlich. Und das heißt, wir gehen jetzt auch gleich ins Spiel rein. Keeper brauchen wir nicht auf der Bank. Mal schauen, ob wir den ein oder anderen noch einwechseln können. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Spiel. Ah, und suchen uns noch einen Manager aus. Wir nehmen. Es gibt ja nur welche von der Premier League. Also nehmen wir Arsene Wenger und jetzt nehmen wir die Übersicht. Alaba, Agüero und Coutinho sind unsere besten Spieler und es geht jetzt los mit dem Spiel. Wir spielen hier Draft FC und scroll jetzt einfach mal mit dem linken Stick ein bisschen rum, mach die Augen zu und sage jetzt in 5, 4, 3, 2, 1 und ich lass los und wir spielen gegen Chelsea. Mit den schwarzen gegen die blauen Trikots. Natürlich auf Weltklasse. Und schauen wir mal, wie wir uns mit diesem Team schlagen können. Ich habe schon ein paar Spiele gemacht in der Demo und ich muss halt sagen, es ist wirklich so, dass die CPU nur auf Kopfbälle geht fast.
Und das ist natürlich schon richtig krass. Chelsea ist eine richtig starke Kopfballmannschaft mit Diego Costa und schnellen Außen. Und das Spiel ist richtig langsam. Und ich stelle jetzt auch gleich mal die Kamera ein bisschen höher, weil mich das irgendwie so ein bisschen stört. Wenn die so niedrig ist. Spieleinstellungen. Machen wir Übertragung Tele und ebenfalls Übertragung Tele und dann individuell und heben die Kamera ein bisschen an. Und jetzt kann es dann auch schon losgehen mit dem ersten Spiel in der neuen Ära in FIFA 16 mit diesem Fooddraft-Team. Und So, wir schauen mal, wie das Ganze sich so spielen lässt. Henderson haben wir jetzt, spielt auf Navas, der sieht jetzt Zabaleta. Geht nochmal zurück, schauen wir, dass da Coutinho mitläuft, der kann den Ball behaupten. Spielt nochmal auf Navas zurück, Coutinho läuft. Neuer Skill will ich sagen, das ist der neue aus FIFA 15, die neuen Skills. In FIFA 16 habe ich mir noch gar nicht angeschaut, muss ich auf jeden Fall mal machen, dass wir da noch ein bisschen die neuen Skills natürlich mit reinbringen. Und jetzt hat Hazard die erste Chance, aber der Schuss, der ist nix für Joe Hart, den fängt er locker ab. So, ein bisschen Tiki-Taka hier. Benzema bietet sich vorne an. Henderson kommt nochmal mit, spielt auf die Außen. Navas ist da ein bisschen verzögert. Aber ihr seht es hier. Navas kann Terry nicht wirklich richtig abhängen. Okay, die Flanke war jetzt scheiße, aber ihr wisst, Navas hat 89 Pace, Terry hat 40 oder so. Und er konnte ihn nicht abhängen. Also es heißt, es geht nicht auf Pace und du kommst wirklich mit den Außenspielern nicht gescheit durch. Deswegen kombinieren ist angesagt oder eben das Kopfballspiel, aber wobei das Kopfballspiel auch relativ schwer ist, wenn du nicht durchrennst und dann die Flanken mit irgendeinem 90-plus-Pacer auf den Außen dann die Flanken in die Mitte bringst. Naja, wir schauen mal, wie es so weitergeht. Fabregas derzeit gegen seinen Teamkollegen Ramirez, der aber auf unserer Seite spielt. Und Benzema behält hier den Ball, aber bringt dann diesen Fehlpass. So. Kommen wir da nochmal dran. Zabaleta. Aber da passt Sakho gut auf. Ramirez. Benzema läuft da. Benzema mit dem Fake-Shot. Aber dann verliert er schon wieder den Ball. Aber Ramirez, komm. Ramme, push dich. Kriegt die noch nicht von Oscar. Hier schöner Trickpass übrigens von Hazard. Der hier ein bisschen rumskillen zu meint, aber ne. Nicht gegen mich, nicht gegen Zabaleta. So, Navas jetzt hat am Ball, verliert aber sofort den Ball. Und jetzt schauen wir mal, wie sich der russische Real Matrilene hier zeigt auf der linken Außenbahn. Wir haben ja noch ein paar Spieler dabei, vielleicht können wir sonst den ein oder anderen zur Halbzeit dann noch einwechseln, um viele Spieler zu testen. Aguero, den wir ja auch noch auf der Bank haben, den wir dann für Benzema bringen können, wenn es brenzlig wird. Aber der Pass war scheiße von Benzema, das war nicht gut gedacht von mir. So, was macht der jetzt? Er spielt auf Oscar und Hazard, aber Zabaleta ist da wirklich stark. Vor allem, da du jetzt kein Pace mehr brauchst auf den Außenverteidigerpositionen, weil sie auch wirklich das Ding mit 70 Pace locker das Ding shippen auf den Außen. Zumindest jetzt in der Demo. Man wird sehen, wie das Ganze dann im echten Spiel wird. Aber ich gehe ja trotzdem immer noch ein bisschen zu sehr auf die langen Pässe. Das muss mich mir abgewöhnen. Aber ja, wenn man es in FIFA 15 so gewohnt ist, ne, dann spielt man es jetzt halt auch so weiter. Naja, mal schauen. Wir werden auch sehen, jetzt zu FIFA 16. Die Web-App sollte, denke ich mal, wenn sie kommen wird, weil was macht eine Web-App Sinn ohne Transfermarkt, weil du dann nicht traden kannst. Aber auf jeden Fall die Tagesgeschenke absahen ist auf jeden Fall auch ein Tipp für euch, wenn ihr gerade anfangt mit FIFA 16. Geht jeden Tag in die Web-App rein, da kriegt ihr so Tagesgeschenke, kleine Gold-Sets, Silber-Sets oder Bronze-Sets oder auch mal Münzen. Und das hilft für den Anfang eigentlich schon wirklich, dass, wenn man dann FIFA 16 hat, am 24. kommt es raus, glaube ich, dass man dann schon vielleicht das erste Team hat und so dann gleich anfangen kann und durchsuchten die ersten Tage. Aber auf jeden Fall, wenn sie rauskommt, denke ich, dass sie jetzt halt so Donnerstag vielleicht 16., 17., 18. oder so rauskommen, weil letztes Jahr ist sie auch 8 Tage, glaube ich, 7 oder 8 Tage vor Release von FIFA, ist da die Web-App rausgekommen. Und
Das könnte natürlich dieses Jahr wieder der Fall sein und es wäre auf jeden Fall ganz hilfreich, damit man am Anfang so ein kleines Startkapital hier auf jeden Fall bekommt, würde ich mal sagen, dass man da sich bisschen, so, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, dass man halt da ein bisschen schon Team hat. Es wird auf jeden Fall noch Squad-Builder geben für Starter-Teams, weil sie ja für viele von euch auch wichtig sind und ich muss am Anfang auch erstmal schauen, wie das so wird und hier sehen wir den schönen Freistoß von Benzema und auch das schöne Freistoßspray, was es jetzt neu in FIFA 16 gibt. Es sieht ein bisschen übertrieben rund aus und naja, so ist es in der echt vielleicht nicht, aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen realistischer geworden. Und er kann sich jetzt nicht ganz durchsetzen. Wen haben wir jetzt hier? Cherisev, der Russe. Aber der Schuss war nicht gut. Nicht gut genug für Courtois, der jetzt in Real Life lange verletzt ist, glaube ich. Knieverletzung hat er sich zugezogen. Aber Chelsea jetzt in Real Life eh so ein bisschen, ja, 17. sind sie, also noch nicht ganz Abstiegsplatz. Aber die haben auf jeden Fall einen Fehlstart hingelegt. Und ja, ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen. Aber zu den Neuerungen, ja, vielleicht werden wir auch mal so ein Gameplay mit den Frauen machen. Wenn ihr das sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Dann sehen wir, dass ihr Bock auf die FIFA 16 Demo habt. Wir werden natürlich jetzt hier noch ein paar Videos zu bringen und dann zu FIFA 16 natürlich der übliche Content. Hier jetzt der Schuss von Navas, aber Courtois hält das Ding. Die Schüsse sind eh ein bisschen schwieriger geworden, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, der Content zu FIFA 16, was werden wir noch bringen? Ja, wir sind da gerade so ein bisschen in der Planung. Es wird auf jeden Fall einen Karrieremodus wieder geben. Da werden wir mal schauen. Sicher ist noch nicht, mit welchem Team wir das machen. Ich weiß nicht, ob es cool wäre, in der Bundesliga oder auch sonst was in der Premier League eben zu machen, dass man auch so andere Ligen vorstellt. Das zum Karrieremodus und das jetzt zur Halbzeit. Denn wir schauen mal, was wir hier noch einwechseln können. Wir haben auf jeden Fall Alaba da, der eigentlich nicht schlecht ist, aber ich würde fast sagen, wir bringen jetzt Lacazette auf links außen und für Benzema hauen wir Aguero rein. Und dann schauen wir mal, wie sich die beiden so machen jetzt in der zweiten Hälfte. Er steht immer noch 0:0 gegen Chelsea. So, dann geht es weiter mit den Serien für FIFA 16, wo ich jetzt vor der Halbzeit aufgehört habe. Also, Karrieremodus wird es geben. Wir müssen schauen, mit wem. Wenn ihr Vorschläge habt, mit wem wir das machen sollen, dann könnt ihr die auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, sonst zu den Squad-Bildern habe ich ja gesagt, es wird für euch jetzt am Anfang ein paar Starter-Teams geben. Natürlich, damit ihr wisst, was ihr so bauen könnt. Wir versuchen die dann auch relativ No-Links-Wasted zu machen, aber natürlich auch zu schauen, dass sie gut spielbar sind und nicht irgendwelche Chemiehuren drin sind, die dann dieses schöne Spiel, wenn es eins wird, versauen. Ja, das zu den Squad-Bildern, die werden auf jeden Fall kommen, ich denke, jede Woche. Und vielleicht werde ich dann auch an die Squad-Bilder noch so ein paar Spielszenen am Ende hinzuschneiden. Das habt ihr euch ja letztes Jahr ab und zu gewünscht, aber da habe ich das noch nicht gemacht. Vielleicht wird es jetzt halt dieses Jahr und die Flanke wird leider abgefangen. Vielleicht mache ich da ein paar Spielszenen da dran am Ende, damit ihr seht, wie sich das Spiel auch, wie sich das Team auch spielen lässt. So rum. Und jetzt spiele ich hier gerade den Ball ins Leere, weil ich einfach vor mich hinrede, ohne irgendwie über das Spiel jetzt nachzudenken und gescheit zu spielen. Aber naja, ihr wollt ja auch unterhalten werden und nicht einfach nur hier so eine Larifari-Gameplay im Hintergrund sehen. So, dann Squad-Builder, die wird es geben. Und natürlich auch Fooddraft, was wir jetzt halt in der Demo schon anspielen, werden wir auf jeden Fall machen. Das wird ja sozusagen der Spy First Guy ersetzen, denke ich mal. Man wird sehen, vielleicht kommt dann Spy First Guy auch wieder, wenn ihr das sehen wollt. Aber ich denke am Anfang mal, oh mein Gott, Coutinho, was war das für ein Schuss bitte? Also die Schüsse muss man auf jeden Fall deutlich mehr aufladen als letztes Jahr. Naja, ja, also Fooddraft oder wird Spy First Guy, denke ich mal, ersetzen. Und das wird man ja dann sehen, was da noch kommt. Vielleicht
Oder wahrscheinlich wird es dann auch nochmal eine Extra-Serie, wie, also eine Upgrade-Serie geben, wie ihr es ja von unserem Kanal schon gewohnt seid, wie aus dem letzten Jahr mit Immobiles Dream Team, Neymar Seleção's Comeback, Mirallas Road to Everton oder auch Linekers British Mission und aus FIFA 14 ja die Upgrade-Serie, die Foes British Mission, wird es dieses Jahr auf jeden Fall auch mal nochmal eine Upgrade-Serie geben, aber das Ganze steht noch in der Planung und da wissen wir auch noch nicht, um welchen Spieler es geht und wann das starten wird, aber ich denke mal auch nicht zu spät. Ja, das dazu und vielleicht wird es dann auch noch mal andere Serien geben, wie vielleicht machen wir da den Bundesliga, das Bundesliga-Tippspiel noch weiter, haben wir jetzt ja eingeführt. Da es ein bisschen langweilig wurde am Ende von FIFA 15, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Ganze gefällt und ob ihr weiterhin FIFA Bundesliga Predictions, die Bundesliga-Prognose hören wollt und ob wir da auch mal andere YouTuber mit um. Und dann jetzt hat dieser Kopfball hier an die Latte. Brenzlige Situation gerade bei uns hinten im Strafraum. Auf jeden Fall mit anderen YouTubern können wir da ja auf jeden Fall mal was machen. In Bundesliga-Prognose oder auch sonst denke ich mal, dass wir ein bisschen was mit anderen YouTubern machen werden, eine Ultimate Team-Serie, vielleicht wird sich da nochmal was ergeben. Ja, das jetzt hierzu und ja, man wird sehen, vielleicht wird es auch nochmal ein paar Top 10, Top 5 Specials geben. Da die ersten beiden habt ihr richtig gefeiert, die Top 5 Ü30 Transfers, die es je gegeben hat. Schaut es euch auf jeden Fall nochmal an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Spannendes Ding auf jeden Fall. Und auch noch die Top 10 U23 Transfers aller Zeiten mit Martial, der jetzt halt, ja, dieses Jahr gewechselt ist zu Manchester United für diese krasse Ablösesumme. Aber er ist nicht auf Platz 1, da ist nämlich ein anderer. Aber schaut euch das Video an, wenn ihr wissen wollt, wer der Top U23-Transfer aller Zeiten war, wer da der teuerste war und ob sich das Ganze überhaupt gelohnt hat für die Spieler, so viel Kohle auszugeben. Aber jetzt sind wir ja in FIFA 16 in dieser Demo-Version und ja, also was kann ich jetzt sagen, was ist anders in der Demo, was ist anders in FIFA 16 als in FIFA 15? Auf jeden Fall merke ich, dass ich jetzt einen trockenen Hals habe vom ganzen Reden hier. Aber das ist nicht anders in FIFA 16. Ne? ja, also das Spiel ist auf jeden Fall deutlich langsamer geworden. Wie wir vorhin gesehen haben, kann da ein Jesus Navas, einen Terry, nicht davonlaufen. Und ich meine, der Pace-Unterschied, der sollte ja relativ klar sein. Also Pace geht gar nicht mehr. Zumindest nicht mehr so gut. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere Spielsituation, in der es von Vorteil sein kann, aber bis jetzt sieht es nicht so aus, aber das ist ja auch nur eine Demo-Version und die sagt ja noch nicht alles aus über das endgültige Spiel. So, jetzt haben wir uns den Ball erobert hier mit Coutinho und spielen mal auf Kun Aguero und jetzt können wir mal schauen, wie das Tempo ist. Wir warten kurz, spielen rüber und der Schuss kommt und der Schuss ist drin. 87. Minute, Rame Ramirez macht das Ding. Zu unserem Führungstreffer jetzt in der 87. Aguero rennt hier kurz, wartet dann, sieht Ramirez und der fickt das Ding rein. Kutschwa hat keine Chance und er steht 1:0 für uns. So gewinnen wir das Ding vielleicht doch noch um es, können uns vor der Verlängerung drücken. Wir gehen oft sehr defensiv, um da jetzt halt nichts mehr anbrennen zu lassen. So, dann auf jeden Fall, was noch OP ist, sind eben diese Kopfbälle. Das hat man jetzt in diesem Spiel nicht ganz so gesehen, aber in den Spielen, die ich zuvor gespielt habe oder was auch ihr gespielt habt, könnt ihr es vielleicht bestätigen, dass wirklich die Kopfbälle sowas von OP sind. Aber ich habe selber bisher noch fast kein einziges Kopfball hinbekommen. Und ja, jetzt ist das Spiel auch vorbei. Und wir haben das Ding 1:0 gewonnen. Und das war es auch jetzt für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, für dieses erste FIFA 16 Video, dann lasst auf jeden Fall eine Like da. Wenn ihr mehr FIFA 16 Content sehen wollt, was kommt, habe ich euch ja gerade eben alles schon erzählt. Und ja, dann lasst ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Video.